Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Operation Tango zusammen mit dem Yannick von Akadari. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So, wollen wir jetzt mal tauschen? Können wir machen. Okay, dann bin ich jetzt mal der Agent. Also man sitzt zumindest auf beiden Posten nicht einfach nur da und guckt zu. Und der eine sieht auf jeden Fall was, das der andere nicht sehen kann. Ja, also du bist ohne den anderen auf jeden Fall aufgeschmissen. Ja, ohne gute Kommunikation, schwierig. Deswegen, also jetzt verstehe ich auch, warum da stand, Audio ist erforderlich. Cyberkiller, ist das Sven? Klingt nach ihm, ja. Thus locking them out of their own lives. Given how secure these microchips are, this could be an inside job. So our first suspect is Nimbus Web Optics, the manufacturer of the most popular brand of smart glasses in the world. Oh, so eine Datenbrille hätte ich auch gern. When no one's present, you'll infiltrate the Nimbus building and network. Your mission is to access their mainframe server and dig out the engineering records of the microchip. Good luck. Okay, dann holen wir uns diesen Mikrochip mal. Ich finde das auch noch schön, dass oben links die ganze Zeit steht, mit wem ich spiele. Ja, dann du das nicht vergisst. Okay. So, ich bin in der Lobby. Das sieht schon mal wild. Hier ist so ein Avatar. Wie ich. Ein virtueller. Und der folgt mir mit dem Blick, egal wohin ich gehe. Ich habe schon mal Zugriff erzwungen. Ich frage mich, gibt es hier auch ein paar Secrets, die man finden kann? Hier ist so einiges, denke ich mal. Okay, ich kann. Oh, Keller, Janik, Ebene siehst 1, du auch die Stadt? Aufzüge. Ich sehe gar nichts. Oh. Ich sehe gar nichts. Ich sehe gerade die Skyline und die ist wunderschön. Die Wolken könnten besser sein, aber trotzdem wunderschön. Hm. Sollte ich im ersten Leben. So, ich rede mal mit der Tola hier. I am Aria, your augmented reality interactive assistant. Okay. Hier, eine Aria will mit mir reden. Ich habe eine Frage. Die will eine Identität von mir. In welcher Ebene bist du? Weiß ich gerade gar nicht. Aber egal was ich drücke, ohne eine ID kann ich nicht mit dir reden. Du kannst doch so auf Sicherheitskameras zugreifen. Also ich konnte das gerade eben. Ja. Okay, ich habe auch hier Mitarbeiter. Es ist Nimbus Web Optics eine Ehre, für die Silverning-Brille des Technikpreis 2033 entgegennehmen zu dürfen. Okay, Yannick, hier eine interessante Info. Wir sind im Jahr 2033. Ah, ich glaube, da habe ich dich gerade... Ja, ich sehe dich, okay. Ich brauche eine ID, Yannick. Ich komme nie weiter. Ja. Mein Kaffee ist auch schon kalt. Nur ID-Error, ja. Okay. F2 für Hinweise. Oh. Ja, da stand bei mir unten F1 Menü, F2 Hinweise. Ich habe auf F2 gedrückt und dann kam das. AR-Anzeigen Termine. Oh Gott, jetzt muss ich mich erstmal durchsuchen. Also ich brauche auf jeden Fall zur allerersten ID. Sonst komme ich hier gar nicht weiter. Kannst du mir sagen, von wem du eine ID brauchst? Hast du so ein Bild oder so? Ich sag guten Morgen, ID Aria. Error. Ich bin Aria, interaktive AR-Assistent. Und dann will sie halt von mir die ID angefordert haben. Okay, ich kann halt mehrere IDs übertragen. Ja, dann such dir eine aus, die passt. Wovon du meinst, die sieht gut aus. Ich habe hier so 20 Bilder vor mir. Das ist das Problem. F2 ich von Chantai Palma. Okay. Oh, aber bei mir kommt gerade ein. Ja? Ich habe ein neues Profil. Wie sieht die denn aus? Die hat ein schönes Lächeln. Ich bin Callcenter-Agent. Bist du dir sicher? Also ich nehme mal an. Okay. War nicht so komplett kacke. Warte mal, jetzt kann ich doch mit der reden. Darf sie an ihr heutiges Arbeitsziel erinnern? Ja, darfst du, wenn du mal mehr reden würdest. Mhm. Weißt du, erst will die Arie mit dem Kopf wegklabern und jetzt will sie gar nicht mehr.
So. Ich darf noch nicht zum Hauptserver. Ich brauche einen Termin. Termin. Aber ich kann zum Callcenter. Termine. Okay, Termine. Okay, der 16.06.2038. Gar kein Problem. Ja, ich bin früher Wurm bei der Arbeit. Weiß man doch. Rechtsabteilung, Einkaufsabteilung und Personalabteilung. Ich bin hier im Callcenter, also keine Ahnung. Der Fakt ist, wir wissen halt nichts vom Spiel. Arbeitsstation, hast du eine ID von der Station? Du hast mir doch eine ID gerade eben geschickt. Ich bin diese Shantai Palmer. Nee, von der Station, von der Abteilung, meine ich. Oh, wunderschönes Bild. Meine Ziele. Alle Anrufe nach dem 20. Alle Bewertungen über 3 Sterne. Oh, ich bin Meisterverkäufer offenbar. Anrufarchive. Auch nichts Interessantes. Ich kann hier Leute anrufen. Anrufe sind nur während der Geschäftszeiten möglich. Okay, was haben wir hier? Brauchst du irgendwelche speziellen Infos? Von der Arbeitsstation, also quasi von dem Callcenter. Ich habe hier ein paar Anrufsarchive. Da steht doch bestimmt die Info drin, die du brauchst. Ich, hallo Pat, leider wegen Plugins von Drittanbieter, wie das für sehr, also dass hier irgendwas mit dem Visier nicht stimmt. 20 Minuten später. Kriege ich mal irgendwelche Infos in diesem Teil? Okay, da komme ich erstmal noch weiter. 034? Ja? 739. Ich habe endlich mal auf mein Bild geklickt. 034 739? Ja. 739. Ich habe 1560 Nimbus-Punkte, ich bin reich. Abteilung auswählen, ja, nice. Du willst Einkaufsanlage, Buchhaltung. So, jetzt muss ich noch mein Bildschirm einstellen. Hirsche Apps zulässig. Einkauf, Marketing. Ich bin aus dem Callcenter. Ich habe hier auch noch eine Zugangs-ID mit 16. Callcenter habe ich hier nicht als Abteilung. Ich habe hier eine 16-nummerige Zugangs-ID. Weil du die auch nochmal irgendwann brauchst. Ich kann dir Termin machen für eine Abteilung. Ja, ich will in diese Personalabteilung rein. Personalabteilung, alles klar. Wenn ich das richtig gesehen habe. Warte, ich geh nochmal gucken. Hast du eine Uhrzeit für mich? Oh, ich kann sprinten. Wir haben 5.11 Uhr. Also es gibt eine Ingame-Zeit. Okay, morgens 5 Uhr. Warte. Zum Hauptserver wollte ich, Entschuldigung. Also mach doch einfach hier auf 5.30 Uhr den Termin. Müssen wir nicht so lange warten. Oder 5.20 Uhr, falls geht. Ich habe gerade rausgefunden, dass man sprinten kann. Nein, ich kann 5.30 Uhr. Also morgens, nicht 17. Nee, 5.30 Uhr. Okay. Personalabteilung? Hauptserver. Also Technikzentrum muss ich hier gerade rein. Technikzentrum, alles klar, bestätigen. Oh, bin drin. Making good progress. Okay, jetzt gibt's hier mehr Räume. Radiometrie, Bildanalyse, Elektroniklager, Spektrometrie und einen Aufzug. Ich gehe in den Aufzug. Wo will ich denn hin überhaupt? Aufzug. Nicht in irgendeinen speziellen Stockwerk? Also ich habe auf Keller Zugriff, auf der ersten Ebene, da warst du gerade, und auf der dritten Ebene habe ich Zugriff. Auf der zweiten habe ich keinen. Auf die dritte kann ich nicht, auf die zweite kann ich nicht. Und ich kann auf gar nichts drücken. Das ist dein Job. Ich hab Seriennummern. Wenn ich auf den Aufzug drücke. Ich will auf Ebene 3, weil da ist der Hauptserver. Zugangscode bräuchte für Ebene 3. Bin ich hier irgendwo ein? Also ich kann hier nirgendwo gerade rein. Hast du beim Aufzug irgendwie so eine Seriennummer, irgendwie mit JDU am Anfang? So eine ganz lange? Guck mich hier mal kurz um. Seriennummer JDUA? Ja, genau. Da brauche ich nur die mit den 7 in der Mitte. 77? Ja. 38? Mhm. 40? Ja. 2. Zugang. Okay, jetzt kann ich dich wohin schicken. Ebene 3 willst du? Ja, ich soll jetzt zum Hauptserver. Alles klar.
Bitte nicht an den Sicherheitsdienst verpfeifen. Kann ich hier nicht, alles gut. Das durfte nur ich. Okay. Alles schön, dass ich das überhaupt durfte. Weißt du, du schickst deine Agenten da rein und dann sagt der andere, nee, ich verpfeife dir mal kurz, ich brauche eine Gehaltserhöhung. Okay, sehr viele Bildschirme. Ich glaube, da soll ich dran. Ja. Okay. Ich habe hier 5 Sachen. Netzwerkname, verbundene Geräte, Zugangscode, Netzwerkstatus. Den Code, ja. 8833. 8833. Ja. So far so good. Okay, bis jetzt scheint alles gut zu laufen. Hauptnetzwerk, Forschung und Entwicklung und das Netzwerk. Da fliegen Drohnen durch die Räume. Ich glaube, die dürfen mich nicht sehen. Sicherheitsdrohnen, ja. Was ist das denn? Die machen mir Angst. Kann ich die von hier aus schon sehen? Was mache ich hier? Ich glaube, du musst die Drohnen ausschalten. Nein, ich kann Tür öffnen. Ich sehe die Route quasi. Du wurdest in Flagranti von der Sicherheitsdrohne erwischt. Okay. Also ich kann sprinten, aber nicht ducken. Du bist bei der Rezeption, ne? Ja, und neben mir sind die Labore. Ja, genau. Da musst du durch. Also ich habe jetzt zum Beispiel die Tür aufgemacht. Die Drohne ist jetzt gerade im Nebenraum. Du hast die Tür zugemacht, bevor ich durch konnte. Hier geht automatisch. So, ich bin drin. Ja, hi. Jetzt kommt die Drohne wieder. Okay, das müssen wir halt timen, okay. Ich vertraue dir, ne? Ich weiß nicht, wo die lang fliegen. Ja, ich sehe das. Die Drohne ist jetzt in dem Zimmer, wo du rein willst. Das ist immer gut. Jetzt! Nein, noch nicht. Okay, du darfst nicht mal im Nebenraum sein, okay. Jetzt weiß ich, wie du dich gerade eben gefühlt hast mit den Lasern. Okay, die Drohne dreht einmal im Kreis und dann. Ich halte die Sprinttaste schon mal. Ja, die Drohne fährt jetzt raus. Ich muss da durch. Ja, geradeaus am besten. Kann ich mir nicht einfach den Besen nehmen und das Ding erschlagen? Der kommt jetzt zur Drohne. Okay, ich bin in einem Serverraum. Hier ist was außer Betrieb. Das ist safe ein Serverraum. Oder soll ich hier nur temporär gerade sein? Ich kann. Mehr weiß ich nicht. Also, ich sehe nicht, wo du bist gerade zum Beispiel. Okay, dann ist das. Ich sah, dass da gerade eine Drohne reinkam. Ah, okay, da warst du. Ja, okay. Dann muss jetzt. Da kann ich mich zumindest kurz verstecken. Okay, bist du jetzt wieder in der Rezeption oder ja, bist du. Ich bin wieder bei der Rezeption. Okay, dann müssen wir wieder kurz warten. Aber du weißt ja, wo ich bin. Ja, also ich kann mir das jetzt denken. Also ich sehe nicht, wo du bist, aber ich weiß ja, dass du durchgesprintet bist. Deswegen weiß ich, dass du vor dem Hauptrechner quasi bist. Aber die Tür nicht öffnen kannst, weil ich die IP-Adresse, weil wir die noch nicht haben. Also es sind jetzt, also du hast 4 Räume bei dir und da. Und jede Drohne ist immer in 2. Okay. Also jetzt zum Beispiel eine Drohne ist jetzt im Vorraum. Jetzt geht die wieder raus gerade. Jetzt ist er gerade frei. Ich renn mal hier hin. Und bin einen Raum weiter gesprintet. Ja, so. Die Drohne kommt jetzt wieder. Ich bin vom Hauptserver, ich bin drin. Ich bin beim Hauptrechner. Jetzt muss ich hier was knacken. Okay. Ich brauche deine Hilfe. Zustimmen. Oh Gott, jetzt müssen hier 3 Sachen geknackt werden. Okay. Was ist das denn für ein Spiel? Okay, das Weiße ist ein Schlüssel. Ah, okay, ich kann hier fahren. Ah, und ich kann ich kann die Dinger runterhalten. Ja, okay. Ah. Okay, warte. Ja, ich muss das Ding jetzt runterziehen. Nicht so viel Speed, okay. Hi. Hey. Wollte kuscheln. So. Mann, Steuerung. Okay. So, ich hab's. Ja. Einen Schuss haben wir geschafft, Yannick. Okay. Jetzt das nächste. Ja, oh Gott, 3 Dinger. Aber den einen könnte ich vom Prinzip einklemmen. Warte. Ja, der eine. Achso, der erste. Okay, die gehen langsam. Okay, warte mal, ich ziehe den mal ein Stück runter. Und du musst den. Warte, wir müssen erst den hier wegschieben. Ja. Den müssen wir erst einklemmen.
Ja, okay. Dann ist ja gar kein Problem. So, den zieh ich runter und zieh den direkt. Dann kannst du einfach durch. Ja. Perfekt. Jetzt der dritte. Mhm. Ach, jetzt muss ich das Ding bewegen. Okay. Au. So, den durch, dann bewege ich mich so langsam. Mhm. Kann ich ihn irgendwo. Klar. Ja, ich kann ihn auf Position halten. Genau, und jetzt kannst du durch. Jawohl, wir haben uns reingehackt. Ja, kein Problem. Hacking-Tool wird neu gepackt. Okay. Oh Gott. Was muss ich hier jetzt finden? Okay. Eine ID brauchtest du. Ich habe eine IP-Adresse. Ja, genau. 151. Ja. 238. Mhm. 132. Mhm. 243. Ich muss eine Backdoor öffnen können. Sieht gut aus. So. Okay. Jetzt hast du den Hauptrechner. Ja. Wird gerade wild. Kannst du bitte die Wächter zuerst ausschalten? Die machen mir am meisten Angst. Firewall analysieren, okay? Wir machen die Wächter immer Lava? Angst. Was? Was? Ja, bei mir gerade. Ach so. Oh Gott, wie viel muss ich hier hacken? Ich muss an jedes Ding einmal ran. Firewall Subtype, könnte ich dir, habe ich so ein Bild von mir. Ich habe eine Firewall gerade deaktiviert. Okay. Ich habe rechts, ich habe so zwei Symbole. Ich darf nicht noch eine Firewall deaktivieren, obwohl einmal just for fun. Der Fan hat so viele Knöpfe gedrückt. Ich konnte nicht widerstehen. Es ist eine andere IP-Adresse jetzt, glaube ich. Eins ja, ist egal. Also 151. Achso, du bist noch drin? Nein, ich bin schon drin. Da darf ich anfangen. Firewall analysieren. Also wenn ich drei Dinge einfach deaktiviere, dann habe ich den Sicherheitsdienst im Arsch. Hm. Ich habe immer ein Symbol vor mir. Den Typen. Was? Ich weiß nicht, ob du so auch so ein Symbol hast. Ich habe quasi jetzt so eine... Nee, ich habe so Serverräume vor mir. Also diese Serverkästen, die man auch so bei den CIA-Filmen so immer sieht. Also, okay. Also so riesige Rechner. Mhm. Mit denen ich nie was anfangen könnte. Hm. Ich habe jetzt ganz viele halbe Symbole vor mir, musste diese. Ja, ich habe. Oh Gott, dann weiß. Sind das so halbe Sonnen? Ja, ja, genau. Ich glaube, du musst mir die richtigen Sonnen sagen. Ja, ich habe eine vor mir. Also rechts ist eine volle Sonne und auf der die linke Hälfte ist quasi eine leere Sonne. Warte, ich suche zuerst die volle Sonne. Oh Gott, die gibt's in so vielen verschiedenen Versionen. Ja, die rechte Hälfte ist eine Sonne mit Dreiecken, die nicht dran sind. Dreiecken, die nicht dran sind? Genau, die sind nicht direkt am Kreis dran. Die sind alle nicht direkt am Kreis dran. Mit Abstand, sag ich mal. Mit Abstand. Dann können die schon mal nicht sein. Nee. Ich glaube, viel weiter können die gar nicht weit sein. Ich glaube, du musst mir nur die Form sagen. Mhm. Die sind echt nicht weiter weg. Also es ist auf jeden Fall nur ein halbes weißes Bild. Dann hätte ich hier schon mal einen Verdächtigen. Ja. Jetzt brauchst du die linke Hälfte noch, oder? Ja, ich brauch die linke und die rechte. Okay, die linke ist quasi eine leere Sonne. Also einfach nur ein Halbkreis, nichts drin. Sind da so Striche dran? Und sind Striche, genau. Dann habe ich aber einen. Aber nicht dran, sondern... Okay. Da ist eine Lücke dazwischen. Ich übernehme die volle Verantwortung. Ist ja nicht mein Job. Ja, bin weiter. War richtig. Okay. Die Firewall haben wir schon mal geknackt. Mhm. Jetzt muss ich ein Antivirus. Okay, was ist das jetzt? What the? Ich sehe so ganz viele verschiedene Kästen und einer davon ist grün. Ja, genau. Einer davon, die sehe ich auch. Ich bin quasi da drinne. Bist du dieser Kreis, den ich sehe?
Also, ja. die Zuschauerschaft sieht ja, was wir beide sehen, weil wir uns ja gegenseitig die Sichten schicken. Mhm. Am Ende. Ich habe diese grüne Wand, die du sagtest. Dann habe ich, wenn ich den Rücken zukehre, habe ich links und rechts zwei offene Wände und vor mir ist eine weiße Wand, quasi. Ein verdächtiges Element löschen. Und bewegen. Wieso krieg ich? Ich hab schon wieder eine Errungenschaft bekommen. Lizenz zum Töten. Bitte sag. Ich wurde getötet. Ja, wir rechnen damit. Ich dachte, dass. Ich hab nicht aber gedacht, dass du das richtige Element bist. Was ist denn jetzt überhaupt mein Job hier? Also, ich kann nur was wiederherstellen. Ich glaube, mit dem richtigen Weg sagen. Ja, jetzt leuchtet was. Ich kann immer durch. Nach ich unten. Kann durch zwei Tore. Ach, was ist nach unten? Von der grünen Wand aus gesehen. Ach, du bist in dem grünen Ding oder wie? Nee, ich habe vier Wege quasi. Und eine davon ist die grüne Wand. Die drehe ich jetzt den Rücken zu und dann habe ich zwei Wege. Also links von der grünen Wand und rechts von der grünen Wand kann ich durch. Und du musst wahrscheinlich zu diesem Kreis hin. Kann sein, das sehe ich nicht. Ja. Ich kann ja mal vorlesen, was bei mir steht. Antiviren-Quarantäne-Einheit. Bei der Desinfektion gefundener verdächtiger Dateien werden in Quarantäne verschoben. Dann habe ich so ein verdächtiges Element und dann habe ich so ein Kastensystem vor mir. Mhm. Ich kann damit aber genauso wenig anfangen wie du. Ja, ich bin quasi, glaube ich, dann in diesem Kastensystem drin. Ich habe die ganze Zeit die Vermutung, dass du das verdächtige Element bist. Also du könntest ja einmal nach links gehen. Sehe ich das? Ja, ich bin das verdächtige Element. Hast mich ja gerade eben gelöscht. Warum kriege ich also, eigentlich immer... Also von der grünen Wand aus gesehen links. Hast du eigentlich auch schon irgendeinen Erfolg bekommen fürs mich töten, oder? Das kann sein. Ja, du bist dieser, also du bist dieser Punkt, auf. Du hättest in die andere Richtung gemusst. Okay, jetzt bin ich, glaube ich, wieder da, ne? Ja. Jetzt gehe ich dann nach rechts. Okay, jetzt habe ich eine grüne Wand, da könnte ich auch durch, da würde ich wieder zurückgehen. Und dann von der grünen Wand aus gesehen, wo ich jetzt bin, kann ich geradeaus oder nach links. Ich habe hier auch noch so blaue Balken davor. Ich glaube, du kannst nur da durchgehen, wo blaue Balken sind. Geh mal nach geradeaus, dann sehe ich das. Mhm. Also du kannst vom Prinzip ja überall durch. Kannst einfach einen weitergehen. Ja, jetzt habe ich wieder Ausgangssituation. Ich kann nach links oder nach rechts von der grünen Wand aus gesehen. Geh mal nach rechts. Ja. Ah, okay. Jetzt bist du wieder in dem Raum davor. Genau. Dann nimm mal die andere Tür. Geradeaus oder nach links. Okay. Jetzt gehe ich nach links. Einfach geradeaus weiter, falls da nur eine Tür ist. Mhm. Jetzt kann ich in drei Richtungen. Geradeaus, links oder rechts. Ja, das Problem ist, ich kann die Richtung bei dir nicht wirklich einschätzen. Ja, also da, wo ich gerade wegkam, also da. Also quasi, aus der Richtung, wo du kommst. Ich habe quasi eine grüne Wand hinter mir jetzt. Warte mal, von der grünen Wand aus. Da bin ich gerade durch. Wenn du von der grünen Wand aus in die entgegengesetzte Richtung guckst, geh mal nach rechts. Also links von dort, wo. Okay, du bist knapp an dem grünen Teil. Mhm. Ich glaube, jetzt du musst nach rechts. Nach rechts, okay. Ich schätze es. Ja, jetzt bist du im grünen Ring drin. So, jetzt drücke ich mal wieder her, weil du bist ja jetzt in dem grünen Kasten drin. Mhm. Sah richtig aus? Jo. Ja. Sehr gut. Ich hab's endlich mal hinbekommen. Also das war etwas, wo du nicht sterben kannst. Ich frag mich eigentlich, warum krieg nur ich die Erfolge fürs Partner killen? Ich hab irgendwie genau den richtigen Job immer dafür. Bedrohung analysieren, okay. KI-Wächter, ich hab Angst. Wird er mich erst erschlagen? Ein Dreieck mit drei Kreisen drin habe ich gerade. Okay. Jetzt noch ein bisschen genauer. Es gibt drei davon. Drei große Kreise. Okay. Die außerhalb vom... Ja, okay, sehr gut. Bin fast gestorben. 5 Sekunden. Ich hab die Vermutung, hätte ich jetzt hier das Falsche genommen, hätte ich dich schon wieder umgebracht. Ja. Geht weiter. Schade, hab mich schon auf den nächsten Erfolg gefreut. Und ich habe jetzt ein Dreieck, also die Spitze ist nach rechts und die linke Seite drei Kreise drinne. Okay, hab ich. Ja, richtig. Eine Sekunde noch übrig. Okay, das war das Leichteste, wenn man mich fragt. Zugriff auf Hauptrechner wird ausgeführt. Also das Antivirus-Ding, das war ja nix. Das KI-Wächter hätte ich wahrscheinlich wieder umbringen können, aber am schlimmsten war das mit der Firewall.
Okay. Aber ich finde das so nett vom Spiel, dass ich Erfolge dafür kriege, meinen Partner zu verraten. Mikrochip, überprüfen. Warum gibt es solche Erfolge? Haben die das extra für die Kameradenschweine eingebaut? Bestimmt, ja. Denke ich mal. Vertraulich, mikrochip.zip. Kopieren. Ja, ich sehe, dass du was kopierst. Also mir macht das Spiel echt Fun. Das ist echt cool. Mal extrahieren. Warnung, Partner wartet auf Extraktion. Wo muss ich denn was extrahieren? Ach, da. Los, extrahier's! Los! Ich glaube an dich! Wir wurden entdeckt! Bring deinen Partner raus! Oh, scheiße. Rette mich, Yannick! Wo muss ich hin? Okay. Hier ist ein Aufzug. Muss ich nach oben oder unten? Ja. Okay, ich, Ja, aber Angst. Ist das immer noch der? Ich kann dich auf 1, auf Ebene 1 oder 2 bringen. Ich glaube, ich will auf 1. Bin okay, im Keller. Mal, du bist jetzt auf 1. Der Fahrstuhl ist jetzt im. Ich bin auf minus 1. Oh Gott, da sind Laser. Ich sehe einen Laser. Und ein Geschütz da dran. Oh Gott! Hilfe, das Ding schießt nach mir! Ich glaube, ich muss da durchsprinten. Alter, wie schnell detectet mich das Ding denn? Tänzeln! Das Ding kann nichts treffen, das Ding weiß nicht, wie man zielt. Hilfe! Hilfe! Ah! Ich glaube, du musst das Geschütz deaktivieren. Na, konnte ich nicht. Sag bloß, ich muss es zu dem Ding schaffen. Das Ding dreht sich halt instant, wenn es mich sieht. Gerade eben meintest du, du wärst im Keller, ne? Ja, Keller minus 1. Okay, Keller minus 1. Ich lebe das Agentenleben. Geh nochmal in den Fahrstuhl. Ah! Oder beim nächsten Versuch? Ich wollte, irgendwas durfte ich da downloaden. Das. Warte mal, ich kann dem Teil ein Emote zeigen. Hier, Daumen hoch. Peace. Können wir uns darauf einigen? Hier, ich zeig dir das Peace-Zeichen, das heißt, du lässt mich leben. Mann, schützt derzeit aus. Ah, ich kann es außer Kraft setzen. Ja, bitte. Ah. Oh. Okay. Jetzt hab ich's an. Oh, danke. Wurde erst 10-mal erschossen. Ich kann auch schießen. Hast du wenigstens Erfolg dafür gekriegt? Nee. So. Hier, Kusshand. Wink dir. Warum krieg... Ja, ist aus. Das ist gut. Ja, das Ding hat sich zu mir gedreht. Da habe ich Angst gekriegt. Ich muss warten, bis er angeht. Und dann kann ich ihn erst ausmachen. Okay, ich downloade hier irgendwas. Oh, jetzt kann ich hier so Elektronikleitungen sehen. Hier ist so ein Relay vor mir. Okay. Kannst du damit irgendwas... Auf deiner Höhe? Oder? So ein ganz kleines Stück über mir. Okay, geh doch mal kurz weg. Ich will nicht wieder auf dich schießen. Musst die Dinger abschießen. Okay. Hier bei dem Schrank rechts neben der Tür. Direkt auf mittlerer Höhe. In die Freiheit! Sehr gut. Willst du wieder der Agent sein? Dass wir nach jeder Mission einmal weg sind? Mhm. Also ich weiß nicht, was du gesehen hast, aber ich war der perfekte Agent. Ja, hab ich alles nicht gesehen. Ja Leute, das war's mit dem heutigen Part zu Operation Tango. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da, um mich zu unterstützen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!